Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Magic Passion Business. Und ich freue mich heute, wie eine liebe Freundin von mir immer sagt, wie ein Keks, also ganz, ganz, ganz doll, dass ein ganz attraktiver Mann bei mir ist, bei dem gerade die Glocken geläutet haben und er kräftig gebaggert hat oder gebaggert wurde. So viel zu unserem Intro. Freue ich mich sehr, Frank Wilder heute hier begrüßen zu dürfen. Und Frank und ich kennen uns schon gefühlte 100 Jahre, auch wenn wir beide zusammen noch nicht mal so alt sind. Aber so rein von der gefühlten Wahrnehmung ist das so. Und daher freue ich mich sehr doll, den Erfolgstrainer Nummer 1 hier im Talk zu haben. Und ich glaube, diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen sollten, was ja faktisch eigentlich ausgeschlossen ist, vielleicht noch mal ein paar Worte zu ihm. Er ist der Erfolgstrainer Nummer 1, ganz, ganz vielen Menschen bekannt von diversen Reisen mit dem Schiff vielleicht, von der AIDA oder vom Robinson Club. Auch da ist er als Edu-Trainer unterwegs. Genauso wie ich ist er auch Autor und Keynote-Speaker und noch so vieles mehr. Daher übergebe ich erstmal das Wort an dich und sage ganz liebes Hallo zu dir, Frank. Ja, das Hallo gebe ich natürlich wieder zurück. Und ich musste gerade schmunzeln, als du sagtest da Edutainer, weil viele kennen das Wort gar nicht. Die wissen gar nicht, was ein Edutainer ist. Hast du das mal gehört? Kennst du das auch? Ja, natürlich. Deswegen habe ich es ja auch gesagt, weil ich glaube, so aus dem Genre kommen wir ja Edutainment und Trainer und irgendwie auf eine humorvolle, leicht verständliche, blondinenfreundliche Art weiterzugeben. Jeder versteht, worum es geht. Wusstest du, dass es dieses Wort Edutainer gar nicht gibt? Es ist ein Akronym, es ist ein Modewort, was zwischen Education und Entertainment gebaut wurde. Und es ist wirklich wahr, AIDA Cruises waren die ersten, die dieses Wort erfunden haben. Und es wurde dann von Robinson, ich weiß nicht, ob du die Robinson-Clubs weltweit kennst, wurde es sogar auch übernommen. Und die sagen zu ihren Künstlern jetzt auch oder in der Weiterbildung, die sagen Edutainer zu denen. Also es ist ein Akronym. Sehr, sehr cool. Also du bist auf jeden Fall goldrichtig und herzlichst willkommen. Vielleicht magst du auch noch mal ein paar Worte aus deiner Sicht zu dir sagen, weil ich sage immer, das, was uns an Titeln und Eigenschaften zugesprochen wird, ist eine Sache. Aber wer ist eigentlich der Frank hinter all den Titeln, hinter all dem Bekanntheitsgrad, so vielleicht ganz privat, falls du da ein paar Einblicke gewähren möchtest? Na, das war ja schon viel besser, wie du das jetzt gesagt hast, weil ich habe mal, als ich eine Veranstaltung gehabt habe, sagte mal ein Professor in Berlin, ein Typ ist ein Typ, wenn die anderen sagen, das ist ein Typ. Also wenn ich jetzt sage, ich bin toll, will das gar keiner wissen, sondern die anderen müssen halt sagen, Mensch, der oder die ist ja toll, weiß nicht, die Sonja, die kümmert sich um ihre Damen wie keine andere und die hat dieses Einfühlungsvermögen und die Empathie, um sich in Frauen hineinzudenken. Das ist ja dann dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal, wo du dich auszeichnest. Und deswegen ist das immer so schwer, wenn man jetzt sagt, pass mal auf, ich bin Frank Wilde, ich bin toll, Mädels, komm her, der Onkel hat Bonbons. Kannst du ausprobieren, inwiefern das wirkt? Oh, es funktioniert sehr gut. Je dreister und je frecher du bist und als Mann ohnehin, wird es ja immer besser. Da musst du die Hühner mit dem Stock wegschlagen. Sehr cool. Was uns ja irgendwie beide eint, ist, glaube ich, eine gewisse Art von Klarheit und Direktheit. Also Dinge beim Namen zu nennen und nicht große Schwafelstunde zu machen, sondern eher doch Klartext zu reden. Daher freue ich mich ganz doll auf unser Gespräch hier. Ich habe seinerzeit ein Hörbuch aufgenommen, das heißt Klarheit siegt, und ich habe auch bei dir gesehen, dass du, wie hieß es, du musst nicht wissen, was du willst, ja damit unterwegs bist, und ich denke, dass wir beide in die gleiche Richtung gehen. Da würde ich ein bisschen mehr von dir gerne erfahren. Aus deiner Sicht, was bedeutet für dich, du musst wissen, was du willst, um zu bekommen, was du willst? Also erzähl uns da ein bisschen was zu. Na, ich habe mich so seit, das ist schön, dass du es fragst, ich habe mich so seit 2-3 Jahren mit meinen Seminaren ein bisschen umgestellt. Warum? Weil ich wollte das Geheimnis hinter dem Geheimnis erkunden. Und das fand ich so faszinierend, wenn man sieht, was doch die moderne Hirnforschung rausbekommen hat, dass der Mensch sich tatsächlich das im Kopf ja selbst kreiert. Also beispielsweise sagt die Hirnforschung, da sitzt ein Affe und isst eine Banane. Bevor die Banane isst, fängt er an, die also zu schälen. Und ein anderer Affe beobachtet den.
Und jetzt passiert Folgendes: Während der Affe also genüsslich seine Banane schält und also auch verspeist, läuft dem anderen Affen dem im Gehirn die Spucke, im Mund die Spucke zusammen, weil das Gehirn total übernimmt: Ey, du, was macht denn der? Haben wollen. Und so passiert jetzt bei dem Äffchen, also bei mir, ich bin jetzt ein Affe, passiert wirklich bei mir dann haben wollen. Und jetzt setze ich bei mir ja geistig Ursachen. Jetzt muss man ja wissen, dass Menschen aus einem luftleeren Raum bestehen. Also der Mensch besteht zu 99,999, ganz viele 9, aus luftleerem Raum und erzeugt ja in sich ein Vakuum. Und jetzt haben die Synapsen sich ja dementsprechend neu verknotet, also beispielsweise jetzt Apfel, Banane fressen, haben wollen. Und jetzt hat er das in sich, also es dauert nicht lange, bis der auf Bananen, bis der auf Obst, bis der bei Edeka die Gemüseabteilung entdeckt und da hängt eine Staude Bananen. Das kannst du gar nicht mehr verhindern. Warum? Du hast es ja so ausgesehen, dass du bist ja damit in Resonanz gegangen. Und da habe ich mir eben gesagt, alles klar, wenn das denn so einfach ist, wie die moderne Hirnforschung das so sagt, dann muss ich doch nur in mein Gehirn eingeben, was willst du? Dann kann ich es ja gar nicht mehr verhindern. Yes, das ist so cool. Das Beispiel gefällt mir auch sehr gut. Ich habe immer gesagt, ich vergleiche das eher auch mit einem Navi, wenn du einsteigst und du wirst gefragt, gibt man eine Straße ein, gibt man einen Ort ein, wo willst du hin? Dann gibt es viele Menschen, die sagen, naja, da wo schön ist. Und dann sagt ihr dazu, ich habe dich leider nicht verstanden, bitte geben Sie einen Ort ein. Und du stehst so lange auf dem Parkplatz, bis dass du mal einen Ort oder eine Straße eingibst. Und deswegen diese Klarheit ja elementar ist, um überhaupt vom Fleck zu kommen. Das heißt, in deinen Worten, um deinen Arsch zu bewegen, ne? Um irgendwie mal in die richtige Richtung vorwärts zu kommen. Jetzt gibt's müsste ja ganz ich viele, dann auch mal was tun, ja. Ja. Müsste ich auch mal was tun, genau. Jetzt gibt es ja ganz viele Menschen da draußen, die sich erzählen, dass sie angeblich nicht wüssten, was sie wollen. Also wenn du jemanden fragst, sag mal, was willst du denn eigentlich? Kriegst du häufig, zumindest habe ich das in meinem Feld hier so wahrgenommen, Antworten, ja, also ich will nicht mehr, dass mein Mann das und das macht. Ich will nicht mehr, dass die Kinder so laut sind. Ich will nicht mehr, dass mein Chef dieses und jenes. Ich will nicht mehr so gefrustet sein. Ich will nicht mehr X, Y und Z. Anstatt mal zu sagen, was sie stattdessen wollen. Was ist aus deiner Erfahrung heraus ein Tipp, wie du diese Schleife unterbrichst, aus diesem Nicht herauszukommen und mal den Fokus auf die Seite zu shiften, was du denn wirklich willst? Ja, Sonja, du hast ja extrem viel, deswegen habe ich mich auf unser Interview so gefreut, du hast ja extrem viel mit Frauen zu tun. Und Frauen machen sich ja, wenn du es schon ansprichst, das Leben ja unnütz schwer. Man sagt ja auch, ob das stimmt, das weiß ich gar nicht, dass Frauen ja angeblich 21% weniger verdienen als Männer. So, weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Also zumal in diesen normalen, ich sage jetzt mal Studien, was Durchschnittsverteilung von Gehältern angeht, definitiv. So, jetzt fragt man sich als normaler Mensch, also jeder weiß, Frauen lernen schneller, Frauen begreifen schneller, Frauen arbeiten mehr mit beiden Hirnhälften, die speichern schneller ab. Sie sind in allen Bereichen, wenn man ganz ehrlich ist, vom Gehirn her viel, viel stärker als jeder Mann. Trotzdem kommen sie nicht mit dem Arsch an die Wand. Warum nicht? Es gibt ein Programm bei Frauen und dieses Programm, das heißt Zweifel. Frauen zweifeln permanent an sich rum. Also beispielsweise, wenn der Mann in eine Firma ist und sagt, ich will jetzt eine Gehaltserhöhung, der wird da sagen, ich warte, bis der Chef vorbeikommt, dann trete ich ihm die Tür ein und sage, Flipper, du musst austüten, ich brauche 800 mehr in der Woche, ist klar. Und dann gehe ich da rein, der Chef nickt nur noch freundlich ab und er hat sich der Film. Bei der Frau passiert genau das Gegenteil. Was mache ich, wenn er Nein sagt? Was sollen meine Kolleginnen denken, wenn er mich nicht nimmt? Was mache ich denn überhaupt, wenn die mich fragen? Das heißt, die gehen von vornherein mit so viel Zweifel da schon ran, dass sie am liebsten gar nicht in die Tür treten, weil sie es von vornherein schon verneint haben. Und Zweifel ist der teuerste Gast, den ich in meinem Unterbewusstsein bewirte. Und das ist so richtig so ein Frauending, weil Frauen machen sich wirklich das Leben extrem schwer. Das mag ja noch gehen, wenn sie 25, 30, 35 sind, aber ab 40 hast du dann zu Hause Kaffee komplett, dann ist ganz aus.
Da ist definitiv, ich muss ja schon wieder schmunzeln, weil jetzt so viele Anhaltspunkte drin waren, wo ich gleich hätte darauf anspringen können, um was dazu zu sagen. Aber um nochmal zur Frage zurückzukommen, was empfiehlst du wirklich, um aus diesem, ich will nicht mehr, zum Beispiel, ich will nicht mehr so viele Zweifel haben, ich will nicht mehr so ängstlich sein, ich will nicht mehr so unsicher sein, auf die Seite zu kommen, wo du eigentlich hin willst, weil das ist ja der Shift, den du machen darfst. Was empfiehlst du da ganz konkret, was der oder diejenige, die hier zuschaut, an der Stelle machen kann? Was soll denn passieren? Da gibt es das Gesetz der Gelassenheit. Und das Gesetz der Gelassenheit sind zwei Worte. Na und? Was soll denn jetzt passieren? Wenn ich den Job nicht kriege, na und? Wenn ich den Typen nicht kriege, na und? Wenn ich jetzt das Sofa nicht finde, das Auto, den Hund nicht kriege, die Wohnung nicht bekomme, ja, ist doch scheißegal. Dann kommt etwas anderes. Und da würde ich mir wünschen für die Mädels, seid mal gelassener, schau mal in den Spiegel, brassel dich auf und freu dich mal über dich selbst. Das können die Mädels nicht, weil sie immer, guck mal, eine Frau geht ins Badezimmer und was sagt sie noch vorher zu ihrem Mann? Du musst das mal reinziehen. Schatz, ich gehe jetzt ins Bad und mache mich fertig. Du musst dir das mal vorstellen, mit Ansage. Die geht in die Küche zu ihrem Mann, gibt ihr noch einen Kuss, schenkt ihr noch einen Kaffee ein. Maus, ich gehe jetzt ins Badezimmer und mache mich fertig. Mit Ansage. So, pass auf. Dann guckt sie in den Spiegel. Ein Mann findet sich ja immer toll. Ne? Der sagt ja, Mann, ich sehe den Hammer aus, fetter Bauch. Ist ja kein Bauch, ist ja der Kompressor für den Dampfhammer. Ne? Ich bin nicht dick, ich habe die Beine ein bisschen weit hinten, ist doch egal. Ein Mann findet sich immer toll. Eine Frau findet sich immer furchtbar. Und dann macht sie es sogar noch mit Ansage. Sie geht zu ihrem Spiegel, drückt an sich rum, das Gesicht wird schief und krumm, sie kriegt schlechte Laune, die Haare sitzen nicht, die Oberweite ist nicht toll, der Popo ist nicht schön, der Bauch ist nicht toll, die Oberschenkel sind was weiß ich. Das heißt, sie ist vor dem Spiegel und macht sich ja gerade fertig. Jetzt kommt sie raus, hat so einen Hals, ist auf sich, ist ja gar nichts passiert, schon mal packen Satz, weil die Haare nicht sitzen oder die Schminke ist verrutscht, was weiß ich. Sie sieht ihren Mann, ist stinkesauer auf ihn, weil sie hat sich ja gerade fertig gemacht. Sie steigt ins Auto, nimmt die Kinder für die zur Schule, die Kinder kriegen auch noch einen Ordnungsgong. Warum? Sie ist ja gerade fertig. Und dann werden die Kinder auch noch gleich mit fertig gemacht. Und das ist etwas, wo ich sage, Mädels, lass doch den Scheiß mal sein. Was zweifelst du an dir denn doch immer rum? Guck in den Spiegel und sage, so wie ich aussehe, ist es toll. Warum? Jetzt kommt ja von ganz alleine, was du verbessern kannst. Mal hier den Kajalstift ziehen, dreimal um den Kopf wie eine Türkin, wie eine Araberin. Einfach mal die Haare arrangieren, sich einfach mal ein bisschen nett anziehen und dann guckst du in den Spiegel und sagst wirklich, ich bin toll. Warum ist es so, Sonja? Weil dann kommt ja der Zweifel gar nicht mehr. Sagen wir mal, er kommt vielleicht noch, aber er hat keine Chance, sich einzunisten. Nee, ich glaube tatsächlich, der kommt gar nicht mehr, weil was ist denn heute das Thema? Heute ist das Thema Selbstbewusstsein, Leidenschaft, Begeisterung. Also wenn ich mich in den Spiegel gucke, ich werde jetzt in ein paar Tagen 59 Jahre alt, dann finde ich mich geil. Dann sage ich mir, ich bin ein geiler Typ. Ich mag mich, wie ich bin. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ist ja nun mal so. Und das kann doch eine Frau genauso sagen. Guck in den Spiegel und sage, du, das, was ich da sehe, ist in Ordnung. Finde ich toll, gefällt mir. Und wenn es einem nicht passt, dann brauche ich mich angucken, spring nicht in die Luft, dann mach was anderes. Und dieses Stück weit Gelassenheit, das würde ich extrem für Frauen mal wünschen, dann meckern sie auch nicht so viel, sind nicht so viel sauer, nöhnen nicht rum und machen künstlich irgendwelches Theater, wo gar kein Theater ist. Das heißt, ich übersetze das mal in meine Worte, du sollst dir darüber reden und dir das einreden, sagen, dich darauf fokussieren, was du wirklich möchtest und nicht das, was du bis gestern dir als Fehlergeschichte erzählt hast. Ja, schau, wenn du jetzt, das ist schon wieder, du bist eine Frau, das ist ja großartig, ne? So, jetzt sagst du ja auch schon, aha, ich soll mir das einreden. Dann kommt sofort bei einer Frau wieder im Hinterkopf, aha, ist ja gar nicht so, aber ich soll es mir erstmal sagen, hat die Tante da hinter der Scheibe gesagt. Nein, Sonja, nicht einreden, sagen. Ich bin ein Hammermädel, ich bin ein Hammertyp und so wie es ist, ist es in Ordnung. Akzeptieren heißt das Zauberwort. Bin ich bei dir. Ich wollte es in
ich sag mal, frauenhörbare Worte übersetzen, je nachdem, weil wir ja unterschiedliche Dinge wahrnehmen von dem, was gesagt wurde, ne? Bin ich ganz bei dir. Also du sagst es, du fühlst es und zweifelst einfach nicht mehr. Auf gut Deutsch, du stoppst den Zweifel und erzählst dir das, was du wirklich fühlen möchtest. Ja, guck mal, so wie du es schon wieder sagst, ne? Was ich wirklich fühlen möchte, und da sind wir Männer, der Robert Beetz sagt das immer so schön, Robert Beetz kennst du auch, ne? Der sagt immer, die Frauen sind so kompliziert, die sind alle in den Kopf gegangen. Mein Bruder ist Damenfriseur, 40 Jahre Promi-Damenfriseur, der sagt immer, Frauen erlauben sich nicht mehr, Frau zu sein. Die machen das nicht mehr, die sind nicht mehr so, wie es man, guck mal, deine Mama, deine Oma oder die Uroma, schau die mal an, das waren noch, wenn sie durch den Krieg jetzt nicht zu verhärmt waren, aber das waren noch weibliche Frauen, die waren noch in ihrer Weiblichkeit. Das gibt es ja heute schon alles gar nicht mehr, das ist ja schon wieder alles vorbei. Heute heißt es ja immer, ja, du musst als Frau 10-mal schärfer sein als ein Mann. Da sage ich als Mann, solch Quatsch musst du gar nicht. Bleib einfach so, wie du bist. Und dann ist es toll. Weil ein Mann arbeitet doch gerne mit einer Frau zusammen. Und sagen Frauen ja auch. Ne? Ich arbeite lieber mit 10 Männern zusammen, als mit 10 Frauen. Frag mal eine Frau. Die gehen nämlich alle aufeinander los. Es gibt so ein kleines, muss man darauf achten, als Mann kann ich sagen. Ne? Männer helfen Männer, Frauen behindern Frauen. In der verbreiteten Welt da draußen gebe ich dir recht, ja. Leider, muss nicht sein. Schau mal unsere Frau Bundeskanzlerin an. Ne? Ist ja eine Frau seit 60 Jahren, seine Bundeskanzlerin seit 80 Jahren. So. Hör mal, da hat doch ein Mann gar keinen Stress mit. Frau Merkel, wenn Sie das machen wollen, dann müssen Sie das machen. Machen Sie das doch, interessiert mich doch gar nicht. Männer haben damit kein Problem. Frauen haben damit ein Problem. Brauchst du nur in der Politik gucken, weil die sich untereinander permanent fetzen. Und das raubt Energie, das raubt Kraft. Und was noch viel schlimmer ist, es nervt. Ich bin total bei dir. Das ist der Grund, warum Teil meiner Mission der ist. Also Frauen dahin zu verhelfen, zu erkennen, wie großartig sie in Wahrheit sind und dass wir uns gegenseitig unterstützen können und in Wahrheit erkennen können, statt genau das, was du sagst, zickenbissig oder stutenbissig und zickig aufeinander loszugehen, weil das ist das, was ich meinte, was mainstreammäßig sicherlich noch ein Stück weit verbreitet ist, was aber in meiner Erfahrung sich gerade dreht. Ja, auch gerade raus. Ja, das ist schön, dass du es sagst. Nehmen wir das mal auf, was du sagst, mainstreammäßig. Dann schauen wir doch mal ein bisschen, wer sitzt hinter Mainstream? Schau doch mal rein. Sitzen da Männer oder sitzen da Frauen? Meistens Journalistinnen, ne? Journalistinnen, Redakteurinnen, das sind ja alles Frauen. Welcher normale Mann wird Redakteur? Vielleicht noch einer, der Nachrichtensprecher macht. Aber normalerweise ist das ein typischer Job für Frauen. Soll ja sein, ist ja auch, ich kenne ja auch tolle Journalistinnen ohne Frage. Und das sind natürlich auch die Meinungsmache da draußen machen. Und dann heißt es eben so, man hat als Frau so zu sein oder man hat als Mann so zu sein. Aber da bin ich nämlich ganz dicht bei dir. Nee, man hat so zu sein, wie man das gerne möchte. Das darf ich gar nicht überbewerten. Also ich glaube, zumindest in meiner Überzeugung ist das so, es geht darum, dass du wieder du selber bist. Ne? Ist auch geschlechterunabhängig, ob du jetzt Mann bist oder Frau bist, aber dass du wieder du bist. Weil umgekehrt kann ich den Ball zurückspielen. Es gibt so viele Männer, die, ich sag mal, ein Weichei auf 2 Beinen geworden sind, im Sinne von nicht mehr Mann sind, weil sie sich so weiblich gemacht haben, im Sinne, um wieder in irgendwas reinzupassen, so wie es Frauen gibt, die sehr männlich geworden sind, um zu kompensieren, um irgendwie damit halten zu können. Und eigentlich weißt du, warum das so ist? Damit habe ich mich extrem seit 3 Jahren beschäftigt. Du musst dir das so vorstellen. Also reflektieren wir nochmal. Die Frauen sind vor 40, 50 Jahren in den Kopf gegangen. Was haben die Mädels? Früher war ja, wie hießen das damals? Kinder, Küche, Kirche. Ich weiß nicht, ob du das noch so weißt. So, du bist ja noch ein junges Mädel. So, ich bin ja schon alter Mann. So, und jetzt haben die Frauen die Männer angeguckt und haben festgestellt, irgendwie die Kerle, die scheißen sich nichts, 1 Uhr rein, 1 Uhr wieder raus, die kommen leichter durchs Leben. Dann kam ja diese Emanzipation, wo ich sowieso der Meinung bin, da haben sich die Mädels gar keinen Gefallen mitgetan, weil das Recht sind nämlich jetzt bitterböse. Brauchst nur mal auf die Straße gucken, wer heute den Kinderwagen schiebt. Das sind nämlich nicht mehr die Frauen, das sind nämlich leider jetzt die Männer geworden.
Ich sehe das extrem, wenn ich auf Reisen bin, im Urlaub, vielleicht noch in den Ferien. Dann haben die Männer total die Rollen übernommen von Frauen, weil das macht man ja, so ein Schwachsinn. So, pass auf, jetzt geht's weiter. Du musst dir vorstellen, da ist ein Mann, eine Frau, völlig wurscht, und hat ja einen Rücken, eine Wirbelsäule. Und neben, hör genau zu, was ich jetzt sage, neben, ich müsste dazu jetzt ein Bild zeigen, aber ich versuche es mal so blumig zu erklären, dass es funktioniert. Neben der Wirbelsäule laufen zwei Kanäle. Idanadi und der zweite Kanal Kundanadi. Irgendwie so ähnlich heißt das. Und der eine ist der weibliche Kanal und der andere ist der männliche Kanal. So, wenn eine Frau Schule, studiert, Doktorarbeit, Job macht und all solche Sachen macht, um Karriere zu machen, welchen Kanal stärkt sie automatisch? Den männlichen und zieht sich den männlichen, den männlichen Kanal. Da gibt sie jetzt ihre ganze Energie rein. Wenn sie den männlichen Kanal stärkt, vernachlässigt sie ihren weiblichen Kanal. Jetzt nehmen wir mal den Mann, den du gerade angesprochen hast. Der schiebt jetzt heute den Kinderwagen. Welchen Kanal verstärkt er automatisch? Klar, den weiblichen Kanal. Ne, den weiblichen. So, das ist ein sehr schöner Rollenwechsel. So, pass auf. Jetzt ist das heutzutage eine sehr starke Frau-Persönlichkeit geworden. Keine Wertung. Ich bin kein Mensch, der wertet. Ich bin viel zu neutral. Wenn ich also eine extrem starke Frau bin, was ziehe ich jetzt automatisch für einen Mann an? Das dazu passende Gegenstück. Genau, weil der füllt ja bei mir auf, was ich zu wenig habe. Und das Schlimme ist das eine starke Frau, hat sie meistens einen schwachen Mann. Warum? Das sucht sie nämlich genau dieses Männchen aus, der sagt, weißt du was, ich muss hier gar nichts tun. Meine Frau verdient einen Haufen Kohle, die führt die Firma wie einst im Mai. Ich muss ja gar nichts machen. Das heißt, Männer sind ja sowieso faule Schweine, bin ich ja auch. Ne? Also macht der Mann immer weniger. Und dann sagen nämlich die Frauen, oh, mein Mann, die faule Sau, macht gar nichts in der Küche. Hat sie sogar noch recht. Sie hat sich aber diesen Mann unbewusst gesucht oder programmiert, konditioniert, gesaugt, Gesetze Gesetze Anziehung. Ne, David DeAngelo sagt immer dazu, Attraction is not a choice, Anziehung ist keine Wahl. Und so ist es also hier, genau das Gleiche, das hat die Frau sich so gebaut. Pass auf, hast du aber eine Frau, die in ihrer Weiblichkeit ist, voll in ihrer Weiblichkeit, dann hat sie natürlich diesen Kanal der Weiblichkeit auch gestärkt. Also was muss sie zwangsläufig in ihr Leben ziehen? Eben, weil es einen männlichen oder dazu passenden, ne, also demzufolge sehr stark männlichen Kerl. Den Silberrücken. Dann zieht die den Silberrücken, ist doch klar. So, und jetzt schau bitte bei Frauen und Männern. Ein Mann heiratet immer nach unten. Immer. Ein Chefarzt heiratet die Krankenschwester. Eine Frau heiratet aber immer nach oben. Du wirst nicht erleben oder kaum erleben, dass eine Chefärztin mit einem Pfleger durchbrennt. Es sei denn, das ist jetzt, der springt vom Schrank und kann Kunststückchen. Aber in der Regel heiratet eine Frau nach oben. Das heißt, ihre Ansprüche sind ja viel höher als bei einem Mann. Wenn immer heißt, ja, die müssen intelligent sein und man kann sich so toll unterhalten, das interessiert auch einen Mann einen Scheißdreck. Der will sie nicht unterhalten, der will vögeln. So, und bei der Frau ist es aber genau andersrum. Die will natürlich einen haben, bespaß nicht mal, entertain nicht mal, zieh mal die Kinder groß, bau mal eine Firma, repariere mal das Auto, das Haus kannst du auch noch in einer Stunde fertig machen. Das heißt also, die Luft wird ziemlich dünn. Dabei, wenn wir jetzt reflektieren, wer hat sich denn das, jetzt sind wir wieder, du weißt, was du willst, wer hat sich das denn gebaut, wer hat sich das denn selber geschaffen? Welchen Kanal, und da sind jetzt beide gleich, hast du dir unbewusst verstärkt. Was ich cool finde und wo ich auch total deiner Meinung bin, Thema Eigenverantwortung, ne? Also zu erkennen, dass wir für alles selbst verantwortlich sind, im Sinne von, wir haben es uns manifestiert oder in deinen Worten angezogen oder was auch immer das dafür entsprechende adäquate Wort für jeden ist, im Sinne von, wir haben es uns in unser Leben gezogen, bewusst oder unbewusst sei dahingestellt, aber wir tragen die Verantwortung dafür. Und das ist, finde ich, immer einer der Schlüssel, die ich auch in Gedankenpower in meinem Buch schreibe. Wenn du erkennst, dass du für alles, auch für das Scheinbare, was angeblich noch doof ist, selbstverantwortlich bist, in dem Moment
kriegst den Zauberstab zurück in deine Hand, ne? Im Sinne von dir die Macht zurückzuholen, also dieses Bewusstsein auch zu bekommen. Wenn ich mir das kreieren konnte, naja, warte mal, was passiert denn dann, wenn ich weiß, was ich wirklich will und mich darauf fokussiere? Weil dann kann ich mir auch, und da bin ich vielleicht, zumindest von deinen Ausführungen, latent anderer Meinung, dann kann ich mir vielleicht auch den Mann so backen oder bestellen, wie ich ihn wirklich haben möchte, wenn ich diese Klarheit habe, zu wissen, was ich denn wirklich will. Sonja, pass auf, was ich jetzt erzähle, wirst du als Frau unbedingt nachvollziehen können. Eine Frau trennt sich aus Gründen immer von ihrem Partner. Was macht eine Frau unmittelbar, nachdem sie sich von ihrem Partner oder Mann getrennt hat? Was macht sie als allererstes? Sie geht zum? Weiß ich nicht, bin seit 20 Jahren mit meinem zusammen, deswegen bin ich nicht ansprechbar. Du bist aber Top-Coaches für Frauen. Also, was macht viele ist dann Stilwechsel angesagt, also im Sinne von ne, Friseur oder irgendwie Optik. Ne? Ich wusste doch, dass du toll bist. Ne? So, sie geht zum Friseur. Warum? Jetzt sagt nämlich ihr Gehirn, ich bin wieder auf dem Markt. Ne? Ich bin wieder zu haben. Da wollen wir noch mal gucken. Eine neue Brille, eine neue Frisur, vielleicht auch noch eine neue Oberweite und da die passenden Klamotten dazu, dann zieht das Mädel auf mal durch. So, und da sage ich als Mann, warum hast du das nicht gleich gemacht? Hättest du gleich machen können. Ja. Die Frage kann man sich zu jedem Zeitpunkt, glaube ich, seines Lebens stellen. Zumindest stelle ich sie Leuten regelmäßig, weil viele warten ja darauf, dass erst im Außen scheinbar was passiert. Also sei es, irgendjemand trennt sich, der Job ist weg, du bist gekündigt oder was auch immer. Und dann kommt mal die Not oder dieses Jahr, jetzt könnte ich mal den Arsch bewegen, also im Sinne von etwas unternehmen, weil ja vorher der Leidensdruck nicht groß genug war oder die Motivation, sich überhaupt zu bewegen, nicht so. Und wo ich aber meinen Fokus mal drauf habe, ist den Leuten zu sagen, du hast schon vorher die Wahl, immer, dass du nicht erst warten musst, dass dir gekündigt wird, der Mann mit einer anderen durchbrennt oder, keine Ahnung, die Wohnung weg ist, sondern du kannst zu jedem Zeitpunkt wählen, was du wirklich möchtest, ne? Ja, finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil das macht, aber, und jetzt muss man differenzieren, deutsche Frauen machen das nicht. Frauen, Türkei, Araberinnen, Polinnen, Ukraine, Russinnen, die machen das. Es gibt in Russland, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, weil Russland hat ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, einen extremen Frauenüberschuss. Es sind ja viel mehr Frauen in Russland als in Europa. Es ist ja Männermangel. Und da gibt es diese sogenannten Stervas-Schulen. Hast du davon mal gehört? Nee. Stervas-Schulen sind, ich übersetze das jetzt nur, nicht, dass das heißt, ich bin ordinär, aber ich übersetze das jetzt nur. Stervas, Russisch, können die Leute ja nachgoogeln, bedeutet Zicken- und Schlampenschule. So heißt das. Und so ein Kurs, in so ein Seminar, kostet ca. 300 Euro. Das ist für eine Russin extrem viel Geld. Und diese Seminare laufen meistens in Moskau. Aber du kannst nicht ohne weiteres jetzt mal sagen, ich ziehe mal als Frau nach Moskau. Das geht nicht. Ne? Das ist das nicht in Ordnung. Du musst in Moskau entweder verheiratet sein oder geboren sein. Ansonsten hast du in Moskau gar nichts verloren. Aber diese Seminare laufen in Moskau. Warum? Damit diese Frauen halt auch, die woanders leben, Stunde zwei weg, damit die also mehr aus sich rausholen. Und da lernen diese Frauen extrem, wie man mit einem Mann umgeht. Und da habe ich mich extrem mit beschäftigt. Was musst du machen, um einen Mann glücklich zu machen? Weil russische Frauen wollen meistens keinen russischen Mann. Warum nicht? Der säuft Wodka, der schlägt mich, hat eine Frau keinen Bock drauf. Also sagen viele russische Frauen, ich nehme mir einen deutschen Mann, der ist nett, der ist freundlich, der ist höflich, der kümmert sich um mich und der säuft nicht und der schlägt mich nicht. Und das war ganz interessant, dass wenn du das so, ich habe es sehr, sehr extrem recherchiert, Stervas-Schulen, was die Mädchen da lernen und wie sie das lernen, wie die das machen, um einen Mann sowas von geschickt um den Finger zu wickeln und ihm das Gefühl zu geben, ich bin eine Frau und ich bin deine Frau. Das ist ein Hammer-Thema und was die für Tricks drauf haben, ne? Da kommst du nicht drauf. Weißt du, was der einfachste Trick ist? Du musst mal achten bei Frauen, wenn Frauen sich fotografieren. Ne, die nehmen ihr Handy in die Hand und die meisten fotografieren sich von unten. Ist natürlich tödlich, weil du hast einen fetten Bauch, du hast ein Doppelkinn, du siehst natürlich beschissen aus.
Was machen die? Ist nur ein ganz kleiner Trick. Die fotografieren sich. Das machen die Jugendlichen immer ganz toll. Die machen so Duckface. Ich kann das ja gar nicht. Hast du vielleicht mal gesehen? So 17, 18, 20-jährige Mädchen, ja, so Mund so komisch halten. Und dann machen sie so Duckface. Und dann stellen sie bei Instagram rein. Und dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Und jetzt deine Zuschauer, die das auch nicht alle sehen. Weißt du, wie du sofort dafür sorgen kannst, dass du besser aussiehst? Wie du sofort dafür sorgen kannst, dass du besser aussiehst? Du drückst mal die Zunge, das können jetzt alle, die das sehen, mal mitmachen. Du drückst mal bitte die Zunge gegen den Gaumen. Versuch mal, Sonja, bitte die Zunge und die Leute, die zuschauen, gleich mit. Doch, kannst du doch so gegen den Gaumen die Zunge zu drücken. Weißt du, was automatisch mit deinem Gesicht passiert? Das Doppelkinn ist weg. Ist das geil? Da musst du erstmal drauf kommen. Ja, du machst ein Foto, drückst die Zunge, das, ich mache mal von der Seite, mal sehen, wenn wir es sehen. Pass mal auf. Kannst du sehen? Das geht weg. Das heißt, du siehst, du musst nicht mit Facetune arbeiten, um das Bild zu bearbeiten. Musst du nicht machen. Du drückst einfach nur, so ein simpler Trick, du musst erstmal drauf kommen, die Zunge gegen deinen Gaumen. Das heißt, du siehst ganz anders aus. Und da gibt es noch ganz tausend Sachen, das kann ich jetzt aber nicht machen, weil das wäre nicht jugendfrei. Ich weiß nicht, wer das hier sieht. Da gibt es so simple Tricks, Sonja, da kommst du nicht drauf, wenn du das nicht weißt. Und diese Mädchen, die diese russischen Stervas-Schulen besucht haben, die wissen ganz genau, was sie machen müssen, um von einem Mann zu bekommen, was sie wollen und viel mehr, den richtigen Mann zu ziehen. Sehr geil. Jetzt interessiert mich was, weil ich bin bei dir. Und jetzt stellt sich die entscheidende Frage, wie passt das in deiner persönlichen Einstellung zu Authentizität und sei die, die du in Wahrheit bist, zusammen? Eine Frau muss doch nur, und das sage ich als Mann, in ihrer Weiblichkeit bleiben. Mehr muss sie nicht machen. Schau mal, warum schminkt sich denn eine Frau? Warum macht sie das denn? Warum schminkt sich eine Frau? Warum kauft sich eine Frau permanent Handtasche? Warum kauft sich eine Frau sich permanent Schuhe? Hat doch schon 400 Frauen. Warum? Warum macht sie das? Sie möchte für ihren Mann attraktiv sein. Sie möchte für ihn vorgaukeln. Du hast nicht immer die gleiche im Bett, sondern du hast eine andere. Und deswegen schminkt sie sich, mal rote Haare, mal eine Perücke, mal blond, dann ist sie wieder schwarz, dann hat sie andere Schuhe an, dann hat sie wieder eine andere Jacke, eine andere Handtasche. Deswegen machen ja Mädels viel, viel mehr als Männer. Ein Mann geht einkaufen, drei Jeans, Fall erledigt, aus die Maus. So, eine Uhr, ein paar Schuhe, geputzt, schwarze Schuhe, hat sich der Film, ist er durch. Das machen Frauen nicht, weil sie unbewusst wissen, aha, ich muss dem Mann etwas bieten. Und deswegen schminken sich unter anderem auch Männer, Frauen, Mädchen. Männer schminken sich auch. Also ich bin jetzt geschminkt. Warum? Weil ich vor der Kamera sitze. Aber als Mann normalerweise, ich mache einen guten Duft drauf. Ne, das mache ich schon. Aber in der Regel würde sich ein Mann jetzt nicht die Augen schminken. Ich mache das jetzt vielleicht, damit die Ränder weg sind oder damit du im Studio besser aussiehst. Ne? Aber das machen ja Mädels. Warum? Weil sie wollen ja dem Mann auch gefallen. Und jetzt kommen wir auf deine Frage zurück. Warum nicht gleich so? Warum malt sich nicht eine Frau, du hast es doch auch mit deinen Augen sehr schön gemacht und den Kajalstift und ein bisschen hier und ein bisschen Glamour da. Du bist ja auch eine attraktive Frau. Warum sind es nicht die Mädels oder die wir bei uns in den Trainings haben? Und dann kommt ja noch eins. Die Mädels nehmen sich ja nichts an. Eine Frau nimmt sich ja keinen Rat an, ein Mann schon. Du sagst zum Mann, pass mal auf, du gehst ins Nachtleben, alles klar, Nacken ausrasieren, Haare kurz, Augenbrauen, Ohren sauber machen, Haare aus der Nase, siehst du geil aus, super Duft drauf, hör mal, hast du heute Abend eine Disco-Party ohne Ende. Eine Frau sagt noch lange nicht, ach, das ist ja toll, ach, dann komme ich besser an. Sie nimmt keinen Rat an. Und das ist für uns Coaches, für dich als Frau noch viel mehr als für mich, sehr, sehr schwer. Ich habe zum Glück Traumkundinnen, die perfekt umsetzen und wir auch nicht so, jetzt ich sage mal nur über außen reden, aber ich bin komplett bei dir, dass wir sicherlich unterstützen können, worum es eigentlich auch geht. Ne? Also schon unser Sein und das zu unterstreichen mit dem, was da ist und was uns gegeben ist. Ne? Also dass wir uns auch nicht absichtlich hässlicher machen müssen, als wir sind und auch nicht, ich sag mal, ne, mit zerzauselten Haaren wie aus dem Bett gestiefelt, sich jetzt vielleicht gleich vor die Kamera zu setzen, sondern vielleicht doch mal mit der Bürste vorher sich die Haare zu kämmen oder so. Da bin ich bei dir. Und gleichzeitig verfolge ich die Überzeugung, wirklich dieses Authentische, weil eine Frau sehr häufig Glaubenssätze übernommen hat von ich bin nicht gut genug, ich muss ihm oder soll ihm oder ihr oder
wem auch immer da draußen gefallen und sich so selber unter Druck setzt, dass sie verlernt, sie selbst zu sein, weil sie anfängt, eine Maske zu tragen. Im Sinne von, damit ich gefalle, schminke ich mich, trage ich das, mache ich dieses, was vielleicht aber nicht unbedingt in ihrem Grundnaturell so stark verankert wäre. Ne? Und jetzt dazwischen die Balance. Das eine, was ich will, das andere, was ich muss. Wenn ich einen tollen Mann halten möchte, dass der auch bei mir bleibt und nicht, wenn ich 40 bin, abhaut und sich eine Jüngere nimmt, dann muss ich natürlich auch an meiner Attraktivität arbeiten. Da sagen aber viele Mädels, wieso? Ich habe doch den auf sicher, der kann ja sowieso nicht mehr weg. Wieso? Wie soll ich mich jetzt schminken? Warum soll ich das tun? Bis so eine Frau auf mal an eine andere Frau gerät, die dann ihrem Mann nämlich schöne Augen macht und sagt, du pass mal auf, kannst du alles haben, ich bin da, brauchst nur zugreifen. Und dann gerät die genau an so eine Frau und dann heißt das, scheiße, da kam eine andere Frau, die hat mir den Mann weggenommen, hätte doch gar nicht sein müssen. Schau mal, da gibt es ja diese, ich weiß nicht, kennst du diese alten Smaragdtafeln, Tabula Smaragdina? Hermetische Gesetze, yes. So, und dieser Hermes Trismes Giskos, also griechischer Mann, soll, ob der 2000 Jahre, 4000 Jahre ist, weiß ich, das streiten sich die Gelehrten. Dann dieser Hermes Trismes Giskos, der dreimal Größte, so soll das ja heißen, der, das hast du ja schon vorweggenommen, der sagt ja, wie innen so außen, wie oben so unten, wie im Kleinen so im Großen. Das heißt, und jetzt sind wir nämlich bei dir, willst du im Großen oder im Außen groß sein, musst du es natürlich auch im Innen sein. Stimmt das Verhältnis hier drin aber nicht? Wie soll es jetzt da draußen groß werden, wenn du dich selber nicht groß fühlst? Da bin ich komplett bei dir, weil das ist meine Überzeugung oder das, was ich coache, dass ich sage, es beginnt von innen nach außen und nicht zwangsläufig von außen nach innen, ne? Sondern wenn es innen stimmt, dann muss es im Außen kommen. Geht auch für Geld verdienen, weil ich den Ladies ja zeige, wie sie 5- und 6-stellige Monatseinnahmen bekommen. Na klar. Und wenn du innerlich kein Füllebewusstsein hast, kannst du außen keine Fülle erzeugen, ne? Auch nicht, indem du versuchst zu kompensieren, sondern das Gefühl muss zuerst innen da sein. Und ich erinnere mich an eins, ich glaube, das war vor 4 Jahren, wo wir auch bei dir in Köln waren. Und ein Satz ist kleben geblieben. Und dann sage ich meinen Ladies immer, wenn es ums Thema Verkaufen geht, wo ja ganz viele Frauen irgendwie so ein Hilfe, rotes Tuch, anstatt zu erkennen, dass Verkaufen so ziemlich das Geilste ist, was es unter dem Planeten gibt, weil es pure Liebe ist, wenn man es denn verstanden hat. Mhm. Und da hast du einen Satz gesagt, und der passte zu dem, was du davor gerade gesagt hast. Wenn du es nicht tust, tut es eine andere und die tut es verdammt gut. Oh, ohne Frage. Die macht es sogar sehr gut. Ja, die macht es sogar klasse. Es gibt ja heutzutage in der Autobranche, nehmen wir mal in einem typischen männlichen Beruf bisher, extrem viele Frauen, die bei Porsche arbeiten oder bei Mercedes-Benz oder bei BMW und wirklich einem Mann erstmal sein AMG erklären, wo du denkst, boah, wo hat die das denn her? Die können ja alles, weil es sind, wie du schon sagst, Mädels, Frauen, die mit Leidenschaft, ich war neulich in Kassel bei AMG, da saß eine Frau, die war so, ja, 50, 55, die sagte, naja, sagt, ich war 20 Jahre bei Porsche, bin jetzt hier bei Mercedes und leite die Abteilung für AMG. Ich habe die Frau angeguckt, boah, ich sag, mein Gott, woher wissen Sie das alles? Die wusste, die Frau hatte auf alles eine Antwort, ne? Und das war so geil. Also ich hätte als Mann super gerne von dieser Frau ein Auto gekauft. Warum? Sie hat es einfach drauf gehabt. Sie hat es einfach brillant erklärt, blumig erklärt, wie eine Frau das macht. Das ist ja die Riesenstärke, wenn eine Dame erkennt, was sie im Grundnaturell ausmacht. Das Weiche, das Zarte, dass das die Stärke ist, wenn wir es gekonnt einsetzen, das ein Wort gesagt, und das ist das, wie auch mein Podcast heißt, Magic Passion Business, wenn du es mit Passion machst und nicht der Knete wegen primär, sondern weil du sagst, es ist meine Leidenschaft und du spürst in jeder Faser, das bin ich, das macht mich aus, da kannst du mich nachts um 3 wecken und on fire für mein Schlumpfhausen-Thema, dann merkst du, wie die Person das kann. Und dann ist es mit meiner Überzeugung auch so, dass du dir auch nichts mehr ausdenken musst, sondern ist es da, weil es aus dir herauskommt. Wir kommen wieder auf den Ursprung zurück. Bleibe in deiner Weiblichkeit, bleibe in deiner Männlichkeit und versuch nicht etwas zu sein, was du ohnehin sowieso nicht bist. Und jetzt sind wir wieder bei den feinfühligen Frauen. Die kriegen es doch sowieso mit,
du kannst einer Frau nichts vorspielen mit ihrer Gratis-Antenne hier oben. Du hast doch noch gar nichts gesagt. Schau mal, der erste Eindruck, da hat ja die Hirnforschung sich jetzt gerade wieder richtig mit Ruhm bekleckert und überschlagen. Man hat ja immer gedacht, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, 0,1 Sekunde. Da passiert ja schon alles das, muss man vorstellen, in 0,1 Sekunde ist alles passiert. Und nur die Frage. Ja, aber die meisten Leute wissen ja gar nicht, warum hat denn die Natur dir diesen ersten Eindruck gegeben. Ich meine, die Natur hat sich doch bestimmt überlegt, wisst ihr was, jetzt kriegen wir den Menschen mal den ersten Eindruck. Ne? Ich meine, das haben wir nicht gemacht, weil es war gerade da, sondern irgendwie hat sich die Natur, die Schöpfung ja wahrscheinlich was dabei gedacht. Das ist doch klar, dass eine Frau sofort fight or flight, ne? Kämpfen, die Amis sagen kämpfen oder abhauen. Ja, wenn da 4 Typen kommen, ist doch klar, dass die Frau sagt, lass mal gut sein. 3 haue ich weg, aber beim 4. ich weiß nicht, ich werde mal lieber gehen. Ja? Also das ist dieses Fight or Flight, ne? Kämpfen oder abhauen. Und dieser erste Eindruck, der ist bei jeder Bewerbung wichtig. Wie du gerade so klugerweise gesagt hast, wenn du dich vorstellen gehst, oder wenn du im Vertrieb, im Verkauf bist, da ist ja schon, der Verkauf beginnt ja lange, lange vor dem Verkauf. Und wenn du mit dir selbst nicht in Ordnung bist, ja, wie soll denn da draußen das ordentlich sein? Guck doch mal in die Handtasche einer Frau. Schau bitte in die Handtasche einer Frau. Die findet ihren Scheiß doch gar nicht. Da klingelt das Handy. Und wenn die das dann gefunden hat, ist das Handy klingelt auch schon vorbei. Schau bitte in das Auto einer Frau. Achte dein Arbeitswert. Na, bei Frauen sehen oftmals Autos aus wie Wohntoiletten. So, da sind Männer manchmal wieder sagen, nee, pass mal auf, mein Auto muss ein Hammer aussehen. Und da sind, nochmal, du weißt, deswegen hast du mich eingeladen, ich polarisiere bis zur Decke, sonst bleibt es ja auch nicht haften. Auch hier Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es gibt auch Männer, da sieht das Auto aus wie ein Wohnklo, weiß ich auch. Na? Aber in der Regel, na, wenn du einfach mal schaust, wie ist der Kerl gestrickt, wie ist seine Frau gestrickt, dann hat er einfach Differenzen. Was ich spannend fand, du hast gesagt, und also in meinen Worten, ich sage immer, die Energie stellt sich vor, bevor du das erste Wort geredet hast. Das ist das, was du erster Eindruck nennst. Ne? Du spürst das Aurafeld oder siehst jemanden und du weißt, passt oder passt nicht, geht mir gegen den Strich oder ist nett. Und das weißt du, bevor die Person das erste Wort geredet hat. Und das kennen auch ganz viele, vielleicht die Zuschauer, du kommst in den Raum rein und du merkst, hier ist dicke Luft. Und dann auch selbst die Leute, die sich erzählen, dass sie angeblich nicht spirituell oder nicht bewusst sind. Ich sage, diese Beispiele kennt jeder, weil die Luft ist ja, wenn du sie auf die Waage packst, nicht schwerer geworden, sondern dieses Gefühl, dieses Gewahrsein, hier stimmt was nicht, das hängt in der Luft. Und das kennen die meisten, ja, genauso wie du Blicke im Nacken spürst, wenn dich von hinten jemand anschaut. Das kennen alle Leute, die wissen, wie sich das anfühlt. Ja, wenn du angeguckt wirst und auf einmal drehst du dich reflexmäßig um, weil Energie ist immer da. Und das fand ich spannend, weil das passt perfekt zum ersten Eindruck, dass sich deine Energie immer stellt, ne? Bevor du überhaupt das nennt man ja Blickspüren. Und das ist ja damals, es ist glaube ich jetzt 4000 Jahre ist das her, da hat man das ja, bevor die Hunde, also die Wölfe, domestiziert wurden zu Hunden, hat man das ja gemerkt, dass wir Menschen das ja auch kannten. Ne, wenn Kacke am Dampfen war, boah, dann haben sich bei uns Männern oder Frauen die Nackenhaare hochgestellt. Nur dann haben wir, wie gesagt, aus den Wölfen Hunde gemacht und dann haben die Köter das für uns ja übernommen. Somit ist es bei den Menschen dann leider, das finde ich ja toll, dass du das trainierst, dann leider weniger geworden. Natürlich weißt du, wenn eine Persönlichkeit in den Raum kommt und es gibt Leute, da kriegst du gar nicht mit, dass die gar nicht da sind. Denn die haben das gewisse Nichts. Also was haben sie? Nichts und davon habe ich dann viel. Und ich bin ja viel Seminar bei dir oder ne, wenn du warst ja viel auf Schiffen. Manchmal ist es doch so, dann geht die Tür auf und wuff, alle Augenpaare gucken zur Tür, obwohl das so leise aufging, dass du es gar nicht mitgekriegt hast. Aber die Energie, also da kommt eine charismatische Person rein, unabhängig ob männlich oder weiblich, weil da einfach eine Energie reinkommt. Die ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ja seit 21 Jahren bin ich ja auf Kreuzfahrtschiffen.
Ich bin ja seit 1997 für die TUI unterwegs und Magic Life und Robinson sehr viel. MS Europa habe ich auch schon gemacht. Und ich bin seit über 21 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen. Und da gibt es ein Phänomen, was ich jedes Mal auch in meinen Workshops erzähle. Und dieses Phänomen ist, wenn die Frauen auf dem Kreuzfahrtschiff den Kapitän entdeckt haben. Hör mal, da drehen die komplett frei. Jeder Mann sagt, ja, das ist jetzt halt der Captain, der fährt hier das Schiff, wisst ihr, das ist jetzt hier der Captain. Aber die Frauen drehen komplett frei, wenn die sehen, hier oben 4 goldene Streifen, Lametta bis zur Decke, ein Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff. Das ist nicht Gott. Das ist Gott himself. Das heißt, das ist die höchste Autorität, das ist der Mann über 3000 Gäste, 2000 Mann Besatzung. Auf der Nova haben wir jetzt 5000 Gäste oder 2500 Crewmitglieder. Also das sind auf so einem Schiff mal 6, 7, 8000 Menschen und jeder weiß, das ist der Master, das ist der Kommandant, das ist der Kapitän, höher geht's nicht. Da drehen die Frauen komplett durch. Und jedermann sagt, ja, der fährt halt das Schiff. So. Das Ding ist mit der Eigenmacht und was wir teilweise projizieren. Ne? Da ist jemand, der mir vielleicht einen gewissen Status, eine gewisse Sicherheit, eine Ausstrahlung, ein Energiefeld oder wie auch immer das jeder für sich nennt. Aber da ist was, was dich in den Bann zieht. Ne? Oder zumindest das Fehlende. Wenn du selber nicht in deiner Eigenmacht bist, dann siehst du es beim anderen aber. Ne? Jemand, der es dir... Du machst dir das ja im Kopf selbst, weil du genau weißt, das hat jetzt Bedeutung. Es bleibt ja nur im Kopf etwas hängen, was für mich Bedeutung hat. Und wenn da Gott himself steht, der Silberrücken, das Schärfste ist ja, diese Kapitäne, ich kenne ja viele von denen, wenn die dann absteigen vom Schiff, weil sie dem nächsten Kapitän das Schiff übergeben, dann haben die genauso eine Jeans an wie du und ich, du würdest die gar nicht erkennen. Aber in Verbindung mit dieser weißen Uniform, braun gebrannt, kurze Haare und dann siehst du hier 4-mal Gold, das ist Respekt bis zur Decke. Und jetzt spielt ja hier oben im Kopf ja nur der Film und ja bei Mädels, ja dann, jetzt sind wir wieder bei der Sache, na, die Frau heiratet nach oben. Der Mann sagt, ich nehme auch die Krankenschwester oder die Kleine aus der Boutique, das reicht mir. Mhm. Bis auf die dann andere Wahlen für sich treffen und sagen, okay, ich kreiere mir gleich den Mr. Lover Lover. Und wenn ich möchte, dann auch gerne die gesamte Crew dazu. Wir brauchen nicht darüber reden, wenn du auf der Bühne stehst, wenn du, weiß nicht, Animateur bist, wenn du Scout bist, wenn du mit den Leuten Ausflüge machst und führst die Gruppe mit Fahrrädern an, dann hast du den gleichen Status, dann liegst du auch bei der Frauenwelt ganz weit vorne. Das ist ja nun allseits bekannt. Wie ist denn das für dich zurzeit jetzt nach so vielen Jahren Schifferfahrung und momentan ist ja nichts mit Schiffchen fahren? Wie ist das für dich? Naja, mir fehlt das natürlich schon. Ich will dir auch genau sagen, warum. Schau, ich mache das jetzt seit 21 Jahren. Ich bin einer der dienstältesten Edutainer-Kollegen in der Flotte. Und du kennst natürlich dann auch viele Kapitäne, Offiziere, General Manager. Es ist ja wie eine Familie, es ist ja wie Heimkommen. Und jetzt sind wir alle zu Hause. Was bei mir aber extrem ist, schau, was ich in einem Jahr auf der Welt sehe und erlebe, in einem Jahr, das schaffen ja viele Menschen in 10 und 20 Jahren nicht, was ich nur in einem Jahr sehe, wie geschweige denn 2, 3, 5, es gibt ja kaum einen Platz auf der Welt, den ich jetzt nicht kenne oder wo ich noch gar nicht gewesen bin. Und extrem interessiert mich natürlich Südostasien, weil da spielt die Musik. Also wir können langsam USA, Europa, Südamerika können wir abschließen, weil der Drops ist gelutscht. Es wird sich ja alles, ob wir das jetzt wollen oder nicht, es wird sich alles nach Asien verschieben und China wird einfach alles übernehmen. Da können wir noch so lange rumschreien, wie wir wollen. Die haben nicht umsonst die Seidenstraße gebaut und der Chinese wird komplett alles übernehmen. Und je schneller wir das wissen, dass das so ist und uns darauf einstellen, dass wir in Schulen nicht Französisch lernen, sondern bitte Mandarin
oder Kanton-Chinesisch oder selbst Malayisch, das wird auf der Welt als zweites gesprochen und dann kommt erst Englisch, weiß auch kaum einer, dann müsste man seinen Fokus mal bitte neu ausrichten, denn die neue VUCA-Welt, wie sie jetzt einfach herrscht, wird uns übernehmen und wir passen einfach nicht auf. Und das habe ich jetzt extrem, ich bin seit 2011 zwei, drei, viermal im Jahr in Südostasien, was du da siehst. Das ist unglaublich. Letztens sagte ein Gast zum Lektor, naja, die Chinesen werden uns ja bald überholen und der haut ganz trocken raus. Du, pass mal auf, die sind schon weg. Na, da hat es mich auch weggerissen. Und wir sind einfach so undiszipliniert geworden. Ich glaube, wir Trainer werden immer wichtiger für die Bevölkerung, um einfach zu sagen, und das hast du eben schon gesagt, pass mal auf, wenn du das nicht machst, dann macht das ein anderer. Na, wenn du das Produkt nicht verkaufst, dann verkauft es der Chinese. Na, wenn du dich nicht um deine Frau kümmerst, ja, dann macht es ein anderer Thema durch. Wohl wahr. Wie siehst denn du das jetzt? Du hast gesagt, dir fehlt das ja auch. Wie hast denn du die Zeit für dich genutzt oder wirst die auch weiterhin nutzen, jetzt ohne Kreuzfahrtschiffchen vorübergehend? Auf was liegt denn dein persönlicher Fokus zurzeit? Also das ist, ich darf das gar nicht erzählen. Also diese 3 Monate Lockdown, ich glaube, das war für mich das Erholsamste auf der ganzen Welt. Ich habe mal wieder meine eigene Wohnung kennen und schätzen gelernt. Weißt du, ich bin ja permanent in der Weltgeschichte. Das ist ja Luxus, mal in meinem eigenen Bett zu liegen. Meistens liege ich ja in fremder Leuts Betten. Und ich habe meine Wohnung genossen. Ich habe extrem viel Zeit im Studio verbracht. Du siehst hinter mir ja auch mein Greenscreen-Studio, wo ich gerade bin. Ich hab so ein Jahres-Online-Coaching, wo ich extrem viel neue Sachen gemacht habe. Du weißt, Kaizen, man kann alles verbessern. Also ich bin zu Dingen gekommen, wo ich sonst nie geschafft hätte. Also das war für mich, muss ich wirklich, das darf man gar keinem erzählen, die schönste und beste Zeit zum Entspannen und Relaxen und doof tun und mal gar nichts machen, mich um meine Freundin kümmern und so. Also ich fand die Zeit Weltklasse. Das kann meinetwegen noch ein halbes Jahr weitergehen. Dass du als Mann das gerade sagst, weil ich sag mal, ne, ich habe die ganze Zeit geredet, es geht ja zumindest in meiner persönlichen Auffassung sehr stark um eine Bewusstseinsrevolution, in der wir uns gerade befinden, also dass wir auf ein ganz anderes Level unterwegs sind als Menschheit, ja, zu erkennen und bewusster zu werden und nämlich auch zum Beispiel zu erkennen, was ich schon alles habe, also materiell wie auch erreicht als auch erlebt, ne, also auf den verschiedenen Ebenen und mir diesen Wert mal bewusst zu machen, also ja, ich habe auch ein geiles Zuhause und hey, ich habe sogar eine geile Partnerin oder Partner. So, ach du, ach, wir sind auch verheiratet die ganze Zeit, ich lerne dich mal kennen. Oder wo auf einmal Eltern ihre Kinder mal ganz neu kennenlernen, weil die jetzt keine Schule oder Kindergarten oder sowas hatten. Und da ja ganz neue, ich sag mal, Systeme entstanden sind im Sinne von, dass Menschen wieder mehr zueinander kommen, ja. Und nicht in diesem Hasteln machen, jeder für sich, sondern dass eine neue Gemeinschaft entsteht. Das fand ich ganz, ganz großartig, im Sinne zu sehen, wofür ja bestimmte Dinge auch da sind, um global irgendwie eine Veränderung einzuleiten. Daher, dass du das aus deiner Sicht gesagt hast, finde ich gerade besonders toll. Naja, gut, man hat aber natürlich auch festgestellt, dass ja viele Beziehungen, weil du es gerade ansprichst, natürlich jetzt durch diesen Lockdown kaputt gegangen sind. Schon im Eimer, weil es kann nichts kaputt gehen, was von Bestand ist. Ne? So, weil der Mensch hat ja gar nicht gelernt, so dicht, so lange aufeinander zu sein. Das sehen wir immer auf Kreuzfahrtschiffen. Ganz viele Menschen trennen sich ja nach ihrem Urlaub. Da ist ja die Scheidungsquote extrem hoch und jetzt nach 3 Monaten Lockdown extrem hoch. Also das wird sich nochmal weltweiter Wandel sein. Viele haben sich ein Tier gekauft, weil sie ihre Liebe, diese Arten nicht mehr loswerden, kaufen die sie alle Hund, Katze, Maus, drehen ja völlig durch und vergessen einfach, das Tier wird aber 15 Jahre alt. Also denk mal bitte 15 Jahre weiter, bevor du so einen Schnellschuss machst. Dann hast du nämlich das nächste Problem an der Hacken. Ganz viele, und das hast du jetzt gerade gesagt, haben erstmal ihre Kinder kennengelernt. Und haben auch mal festgestellt, oh, ich habe eben nicht Lehramt studiert, ich habe einen anderen Job, ich kann das gar nicht mehr, was die Kinder in der 4., 5. Klasse Mathematik
oh Gott, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Da haben sie erstmal extrem sich die Karten gelegt und die Studie Regretting Motherhood, also die Schwangerschaft bereuen, kriegt auf einmal eine ganz andere Bedeutung, dass viele sagen, oh Gott, hätte ich das gewusst, was auf mich zukommt, dann lass mal brennen, hätte ich mich wahrscheinlich nicht für Kinder entschieden. Das sind jetzt aber Wahrheiten, da braucht man nicht drum rumreden, die sind so, also wir haben kein Wohnungsproblem, wir haben oder kriegen ein Single-Problem, weil sich eben halt viel in der Welt ändert und das muss ich halt akzeptieren und vielleicht, sage ich, habe ich ja gerade schon gesagt, kriegen wir Trainer auf mal oder du, die auch viel Einzelcoachings macht, nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil jetzt brauchen die Menschen nach der Zeit schon wirklich echte Hilfe und dann eben nicht von irgendwelchen Spritzern, die einen 4-Wochen-Kurs gemacht haben, sondern eben halt von so Leuten wie wir. Und du weißt ja, junge Hasen sind schnell, aber die Alten kennen die Abkürzung. Wir würden eben manche Fehler nicht machen oder haben sie schon gemacht und würden halt unseren Probanden sagen, du, pass mal auf, überleg nochmal neu, mach mal lieber so. Ich wollte gerade sagen, also speziell bei mir ist es so, dass es ja hin zu einer weiblichen Qualität ging. Das hast du ja auch vorhin, wenn auch vielleicht polarisierend, aber trotzdem sind wir, glaube ich, in eine Richtung unterwegs, gesagt, dass es ja mehr darum geht, auch wieder die Weiblichkeit zu leben. Und wenn wir uns angucken vom Archetypus, was eine Frau ausmacht, mal abgesehen vom Aussehen, dann geht es darum, ja, dass wir sehr intuitiv, sehr spürig, sehr fühlig sind, dass wir wissen, ohne zu wissen. Also zu wissen, ohne hier zu wissen. Ne? Und ja, das wieder zuzulassen, das heißt diese intuitive, diese fühlige Ader, den sogenannten sechsten oder siebten Sinn zuzulassen, ja, und dieses Gewahrsein zu tun, das ist bam, dein Durchbruch auch zum Beispiel im Business, ja, weil dann weißt du auf Herzebene, was richtig ist. Nur das ist die Kunst und das ist das, was ich zum Beispiel coache, sich darauf wieder einzulassen, auf seine Seelenführung oder auf sein Herz zu hören, wie auch immer jeder das jetzt von seinem Wort her nennt, aber auf diese Instanz zu hören, die den Plan gibt, während hier oben Quatschi noch am Durchdrehen ist und dir komische Geschichten erzählt. Ne? Ja, der kleine Plapperaffe, der immer dazwischen quatscht. Man hat ja immer gedacht, unsere linke Hirnhälfte, der Neokortex, also unser logisch rationeller Verstand ist so toll. Ja, was willst du denn im 21. Jahrhundert damit? Das ist nicht die linke Hirnhälfte, es ist die rechte Hirnhälfte, es ist das limbische System, es ist das gerade bei Frauen ja noch mehr, bei Männern auch, das Gefühl, habe ich bei der Sache ein gutes Gefühl, habe ich dabei kein schönes Gefühl, was stört mich, was nervt mich, was geht mir auf die Ketten, was möchte ich anders haben? Und wenn wir uns darauf wieder besinnen, dann weißt du doch, was richtig und was falsch ist. Du weißt genau, wann du den Mund aufmachen musst und du weißt doch ganz genau, verdammt nochmal, halt doch mal die Fresse. So schön. Also wie gesagt, wenn auch aus deiner männlichen Perspektive manchmal in anderen Worten, sind wir so gleich unterwegs, weil das ist, ne? Wir wissen, was wir wissen. Also ich sag mal, ich weiß, was ich weiß. Wenn du zulässt, dass diese innere Stimme Gehör bekommt, und da haben ja auch die 3 Monate C-Zeiten ihren sehr positiven Beitrag zu geleistet, dass Menschen gezwungen wurden, wenn sie es vorher nicht freiwillig getan haben, mal in sich zu schauen und nicht so viel im Außen, weil im Außen gerade nichts war, zur Erkenntnis zu kommen, hey, was ist denn da, was will ich denn eigentlich wirklich vom Leben, vom Business, vom Partner, von was auch immer, um jetzt vielleicht nochmal in einer ganz anderen Stärke und mentale Stärke und auch Herzpower durchzustarten, ne? Naja, schau, ich habe das neulich, ich war ja beim Stefan Friedrich bei Gedankentanken in Berlin, 2000 Leute und das kann man ja bei YouTube so schön sehen und das war vor 2 Jahren und da habe ich habe mal einen Satz gehört, das war damals ein 86-jähriger Mann und der hat immer gesagt, du musst so viel Geld haben, dass du 1 Jahr lang mit der Hand in der Hosentasche spazieren gehen kannst. Ich habe es ein bisschen ordinärer auf der Bühne rausgehauen. Die können sich ja bei YouTube ansehen. Wir waren ein bisschen schlüpfrig da. Aber 1 Jahr lang die Hand in der Hosentasche und ich gehe spazieren, wenn nichts reinkommt. Noch besser, sagt der Frank, weißt du, 2 Jahre die Hand in der Hosentasche und wenn nichts reinkommt, ist egal. Und jetzt durch diese 3 Monate Lockdown haben wir auch mal festgestellt, oh Gott, da mussten wir nämlich lernen, begreifen und verstehen,
frisst mich mein Haus auf? Wie hoch sind die Kosten? Was kostet mich mein Auto? Habe ich Rücklagen? Was mache ich denn nun, wenn ich in die Kurzarbeit rutsche oder in die Arbeitslosigkeit? Das heißt, viele Menschen wurden ja dazu gezwungen, mal über sich nachzudenken. Geil. Also, ne, verstehe mich richtig, wir reden vom selben, dass wenn du gezwungen wirst hinzuschauen, dass du auf einmal dieses Bewusstsein bekommst, oh, ich sollte mich damit mal auseinandersetzen, habe ich bis jetzt keinen Bock drauf gemacht, weil es unangenehm ist. Ja. Jetzt wurde ich genötigt, mal hinzuschauen und sehe, wie ich das sehen möchte, auch die Geschenke da drin. Ne? Naja, dass man auch nicht, es war ja keine schöne Sache für uns alle, hat es ja weltweit auch noch nie gegeben, aber es war doch ein Lernprozess für die ganze Welt. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, uns Deutschen ging es doch in der Bundesrepublik Deutschland relativ geschmeidig. Also ich meine, wir sind doch relativ locker durch diesen Lockdown durchgegangen. Also das war doch betreutes Wohnen. Wenn du mal in Indien geguckt hast, was da abgegangen ist, wenn ich mitgekriegt habe, ich habe sehr viele Freunde in Thailand. Warum? Weil unsere Schiffe fahren ja als Heimathafen, haben die ja Lanchabang in Thailand von Bangkok aus. Wie schlecht es denen da ging. Wenn du als Ausländer in Thailand gestrandet bist, aus Gründen immer, ja, dann durftest du nicht mal mehr den Pool von deinem eigenen Kondominium benutzen. Du musstest in deinem Hotelzimmer bleiben, sonst hast du ein paar auf die Fresse gekriegt. In Indien kriegen sie mit einem Knüppel auf die Knie, wenn die aus ihrer Wohnung rauskommen. Also da ging es uns doch in der Bundesrepublik Deutschland ziemlich geschmeidig. Aber hier wird natürlich am meisten gemeckert. Der Staat hat uns aufgefangen. Ich meine, du hast da kein Geld gebraucht da draußen. Dann wärst du wahrscheinlich auch mit der 65% zurechtgekommen sein. Nochmal, ich will das nicht beschönigen, ich fand das auch nicht toll, weil die haben die Tür abgeschlossen, sollen sie auch für gerade stehen. Wer die Musik bestellt, der bezahlt auch die Musik. Aber ich sag mal, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es viele, viele Länder auf der Welt, die es viel schwerer getroffen haben als wir. Und da kann man auch mal wieder ein bisschen zufrieden sein. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit die Geschenke darin sehen, im Sinne, was ist das Gute daran, was ich bis gestern nicht gesehen habe, weil ich nur am Jammern war, wenn ich immer noch hier ganz gut geht. Auch flächendeckend so gesehen, und das meinte ich, aber das ist ja, zumindest in meiner Überzeugung, ist es eine bewusste Wahl, sich dafür zu entscheiden, ne? Potenziell nach einem Geschenk oder nach dem Guten da drin Ausschau zu halten oder ne, die andere Wahl eben zu treffen, okay, ich gehe in den Jammersumpf zurück. Ne? Nur das hat für mich nicht... Ja, das war, wir haben ja in Deutschland ein Luxusproblem, weißt du? Wir wissen ja gar nicht mehr, was wir zuerst machen sollen. Es ist doch klar, dass viele Firmen jetzt auch gesagt haben, Mensch, das war ja eine ganz große Steilvorlage von der Bundesregierung. Ich wollte mich sowieso von einigen Mitarbeitern in der Firma trennen. Oh, wie günstig. Das nennt man auch das günstige Prinzip, so heißt sowas. Das heißt, man konnte ganz legal von Leuten, die eben nicht mehr die Leistung gebracht haben, konnte man sich ganz legal, konnte man die außerhalb der Firma weiter beschäftigen, nämlich raus aus der Firma. Dass das viele genutzt haben, was sie sonst vielleicht aufgrund der Gesetzgebung gar nicht hätten machen dürfen, aber jetzt genutzt haben, um sich gesund zu schrumpfen oder auch mal festgestellt haben, oh Gott, eine Sekretärin brauche ich gar nicht, weil wie wir das ja jetzt auch machen, wir machen einen Zoom-Call, wir machen das mit Homeoffice, wir machen viele Sachen zu Hause, was ja in anderen Ländern lange, lange, lange gang und gäbe ist, hat der Deutsche nun auch nochmal endlich begriffen. Also es hatte ja auch viele, viele Vorteile. Dafür gibt es dann wieder neue Jobs, andere Jobs, und das muss man eben halt auch wissen. Die Welt ist eine Veränderung und die trifft uns jetzt gerade ziemlich hart. Ob hart, aber sie trifft uns zumindest, also wir merken sie. Ich fand es sehr schön zu sehen, weil ich den Fokus immer drauf habe, okay, was ist Positives daraus entstanden? Alleine mal so Tatsachen, dass du in Venedig, ich liebe diese Stadt und war da schon, dass du da Fische im Wasser sehen kannst, ja? Also dass du da reingucken konntest, ja? Das ist ja schon, sonst war das Plörre, die einfach gefärbt war. Jetzt klares Wasser mit Fischen drin, ja? Das ist ja, das war noch nie da, ja? Oder dass du irgendwo über China und sonst was auch schon mal blauen Himmel gesichtet hast, was vor lauter Schemtrails und sonst was vorher nicht drin war. Also zu sehen, ne, die Welt braucht uns nicht, aber wir die Welt, und wie gut alles ist, dass sich das erholt und irgendwie auf ein ganz neues Level bewegt. Warum ich sage, also wenn wir flächendeckend, und in meiner Überzeugung sind wir dahin unterwegs, das immer mehr verbreitet, dass zum Beispiel Homeschooling oder Zoom-Meetings oder andere Schullernsysteme sind in anderen Ländern schon mega verbreitet, und Deutschland hat sich erzählt, es geht nicht.
Und auf einmal kamen auch wir hier auf den Trichter, froh, dass auch hier das Internet funktioniert und dass es irgendwie geht. Das heißt, da beginnt ja sehr viel Mindset. Und wo habe ich mir bis gestern erzählt, es geht nicht, weil ich das einfach geglaubt habe, diese Geschichte, die ich erzählt habe, anstatt zu sehen, dass wenn ich die Wahl treffe und mich frage, wie geht es, dann geht es von jetzt auf gleich innerhalb von einer Woche. Ja, du hast es gerade so schön gesagt, die anderen Länder haben Mindset und wir in Deutschland haben Mindfuck. Hast du schon mal gehört? Ne? Wir sind immer so negativ. Und ich habe im letzten Jahr, im April 2019, war ich in Shanghai und in Hongkong. Und da habe ich das gesehen, wie die das dort machen und wie die dort lernen. Also der Chinese lernt von den ganzen Tag, also 24 Stunden am Tag. Und wenn der Dame das nicht reicht, nimmt er noch die Nacht dazu. Und das ist für die, also den ganzen Tag lernen, was kann ich besser machen, was kann ich für mich machen, um nach vorne zu kommen. Wir haben das Schulklassen gesehen, die durch Hongkong gelaufen sind. Also wir waren noch vor den Unruhen da. Und die gehen mit einem ganz anderen Bewusstsein und Einstellung. Die laufen zum Beispiel immer, in Asien siehst du das immer, die laufen immer mit ihrem Handy vor der Nase spazieren. Und du denkst, mal guck dir da Netflix oder so. Nee, die lernen für ihre Schule, für ihr Studium, für ihren Job und überlegen die ganze Zeit, was kann ich machen, um besser zu werden. Erzähl das mal jemandem hier in Europa, der sagt, du hast ja nicht alle, wie soll 24 Stunden lernen? Spinnst ja wohl, Laura. Mhm. Wohl wahr. Also ich sage ja, was es bewirkt, ist einfach wunderbar zu sehen. In meiner Auffassung ist es so, dass wir, meine Meinung, darauf achten dürfen, dass es nicht eine Balance hält, ne? Weil viele Menschen auch gerade in diesem übermäßigen Machen unterwegs waren, also Archetypus sehr männlich, ich muss machen, ich muss leisten, ich muss das. Und gerade die Frauen dürfen erkennen, die nämlich so männlich geworden sind, ich muss machen, ich muss leisten, ich muss abliefern, ich muss, ne, hier, die gar nicht mehr entspannen können und die gar nicht mehr weiblich sein können, weil die gar nicht mehr wissen, wie mal eine Stunde auf der Liege liegen geht, weil in der Stunde, du müsstest 18 Posts schreiben, dreimal auf YouTube sein, viermal noch in allen Social Networks unterwegs sein. Und deswegen sagte ich, ne, diese gesunde Balance zu finden, das, was die einen zu viel haben, haben die anderen möglicherweise zu wenig. Und für sich zu reflektieren, okay, wo stehe ich denn und was braucht es für mich ganz individuell, um in meiner Mitte zu sein? Naja, wie du gerade sagst, ne, ich muss. Du hörst das bei Frauen viel mehr als vom Mann. Ne? Ich muss meine Kinder von der Schule holen. Ich muss meine Kinder zum Schwimmen bringen. Ich muss meine Kinder zum Unterricht fahren. Ich muss sie beim Sport abholen. Ich muss nachts in den Disco meine Tochter. Du hörst immer, ich muss. Du hörst nie, ich darf. Ich kann mit meinem Jungen heute schwimmen gehen. Ich will mit ihm Fußball spielen. Ne? Und da sage ich als Coach, pass mal auf, wir machen es mal anders, vom Sollen zum Wollen. Ne? Also nicht immer, ich muss. Nein, ich möchte das. Denn auch hier, du hast dir die Kinder doch angeschafft. Du wolltest sie unbedingt haben. Es war ja das Wichtigste auf der ganzen Welt. Ich meine, wir sind ja nun schon 8 Milliarden Menschen auf der Welt. So, im Jahre 2100 sind wir 11 Milliarden auf. Das muss man sich mal vorstellen, was überhaupt auf der Welt passiert. Die Leute haben die Zahlen ja gar nicht. Du musst dir das mal vorstellen, in Shanghai, wenn du in Shanghai bist, das ist eine Stadt mit 27,4 Millionen Menschen. Die steigen in einen Zug, der übrigens aus Deutschland kommt, weil er nämlich von Siemens gebaut ist. Und dieser Magnetzug, der fährt mal eben geschmeidige 400 Stundenkilometer im Stundentakt nach Shanghai. Der Zug wird jetzt erhöht, die fahren jetzt bald 600 mit dem Ding. Das musst du dir mal vorstellen. In einer Stadt 27 Millionen Menschen. Da ist Berlin mit 3,5 Millionen. Was ist das denn? Das ist doch nicht mal ein Dorf. Ja. Und das ist das, was wir gar nicht verstehen. Wenn es da hieß, ja, da war eine ganze Stadt abgeriegelt mit 11 Millionen Wuhan oder so. Das geht ja auch bei so einem Volk wie den Chinesen, die ja so diszipliniert sind. Das wäre doch bei uns gar nicht möglich. Die würden doch schon ausrasten, wenn da nur mal ein Stadtteil oder ein Haus mal eine Woche in Quarantäne muss. Da drehen ja schon komplett durch. Weil wir eben leider diese Disziplin nicht mehr haben. Und wenn wir aber in der Welt in Zukunft weiter mitspielen wollen, und wir sind ja Exportweltmeister, dann brauchen wir eins sehr, sehr schnell, und das ist wieder Disziplin. Da bin ich bei dir.
ich nenne es auch Fokus, also ne, im Sinne von, dass du dich auf das konzentrierst, was du für dich oder für dein Unternehmen oder für wen auch immer erreichen möchtest und da dran bleibst und dich nicht an Nebenkriegsschauplätzen oder so aufhältst, ne? Abarbeitest, ja genau. Genau. Yes, so cool. Also ich bemerke, ich glaube, wir könnten Stunden reden oder machen dann hier irgendwann so einen Mitternachtstalk oder so raus. Ja. Finde ich auch cool. So, wie lange sind wir schon zusammen? Ich weiß es gar nicht. Stündchen? Na, ordentlich. Das ist ja mal sportlich. Wir haben jeden Erfolgstalk sozusagen. Also hat schon Spaß gemacht. Ich denke an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich werde natürlich die Links zu dir auch hier unten in die Shownotes packen. Wer dich also noch nicht kennen oder noch näher kennenlernen will, den geilen Frank, das waren deine Worte, die ich zitiert habe, darf ich erstmal die Links kontaktieren. Und bin dir, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und alles, was du mit uns geteilt hast. Ja, für dich ja immer gerne. Wir kennen uns jetzt, wie gesagt, gefühlt schon 100 Jahre, aber wir kennen uns jetzt schon so lange. Und ich habe ja auch deinen Weg beobachtet, wie du dich entwickelt hast. Und das ist ja auch der Prozess. Guck mal, die Entwicklung eines Menschen oder die weiterentwickelt, dauert ja Minimum. Bei dir hat es jetzt, du hast ja ganz andere Sachen gedreht. Aber um sich zu verändern, dauert es ja schon ein Jahr. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch dieses Jahres Online-Coaching gemacht, weil eben die Veränderung ein Jahr dauert. Und deswegen sind ja die Leute auch bei dir, oder du trainierst ja hauptsächlich Frauen, was ich ja großartig finde, so eine Nische abzudecken, toll, Alleinstellungsmerkmal zu haben. Also da bist du ja genau die Richtige, weil du hast, das ist ja ein Wahnsinn, wo wir damals in Köln zusammen waren oder noch vorher, ich glaube Hannover warst du auch schon bei mir. Das ist ja schon so viele Jahre her. Und was du dich alleine weiter für einen Quantensprung hingelegt hast, ja, da sind die Frauen ja großartig bei dir aufgehoben. Ich bin ja so der fürs Grobe und du bist dann eben halt. Ja, du merkst, dass man sich gut ergänzt, ne? Männlein und Weiblein, ja. Sog und so, ne? Ying und Yang. Das ist die Symbiose vom Feinsten, na klar. Und ich glaube, wenn das die Menschen verstehen, das finde ich immer ein schönes Sinnbild dafür, wenn du dir das Yin-Yang-Zeichen anschaust, ne? Der weiße Kringel mit dem schwarzen Klecks und umgekehrt, dass die beiden sich einander bedingen, um vollständig zu sein. Ja? Weil dann braucht nicht der Mann die Frau zu werden und die Frau muss nicht der Kerl werden, sondern ne, wenn der König König ist, kann die Königin an seiner Seite sein und dann passt wieder alles. Ne? Jede kluge Frau steuert ihren Mann. Schon immer so gewesen. Waren deine Worte und ich lasse sie zum Abschluss hier einfach so stehen und bin dir, wie gesagt, sehr, sehr dankbar für deine Zeit und für das coole Gespräch. Danke, Frank. Immer gerne. Tschüss.